Für die Verbandskriminalität freue ich mich wahnsinnig über den neuen Krankentransportwagen und danke dem DRK-Ortsverband für Ihr Engagement und Ihre Arbeit. Es ist wirklich toll, dass es gelungen ist, dieses neue Fahrzeug anzuschaffen. 40% kommen vom Land, 25% vom Rhein-Lahn-Kreis und der Rest musste der Ortsverein Dietz dazugeben. Es ist toll, dass das gelungen ist. Ich danke von Herzen allen Spenderinnen und Spendern. Wir sind ja bei der Indienststellung des neuen KTW beim DRK Ortsverein Dietz, gemeinsam finanziert vom Land, Kreis und zum großen Anteil auch vom DRK Ortsverein Dietz. Er heißt Henri nach dem Gründer des Deutschen Roten Kreuzes und ich hoffe, der Henri wird mehr auf Spaßveranstaltungen wie auf ernsten Einsätzen unterwegs sein. Ansonsten wünsche ich allen viel Spaß mit dem tollen Fahrzeug. Wir freuen uns, dass wir es haben. Ja, dieser neue Krankentransportwagen ist mehr als nur ein Fahrzeug. Henry ist ein Symbol für unsere unermüdliche Einsatzbereitschaft, Menschen in Not zu helfen und Leben zu retten. Und er ist darüber hinaus ein Zeichen dafür, dass es das Engagement, die Unterstützung und die Zusammenarbeit sind, mit denen Großes erreicht werden kann. Heute freue ich mich, dass ich bei der Übergabe des Krankentransportwagens vom Kreis und vom Land aus dem Bereich Katastrophenschutz hier in Dietz dabei sein kann, an den Deutschen Rotkreuzverband Verein Dietz. Das ist ein ganz wichtiges Fahrzeug, was auch zur Deckungs- und Versorgungslücke hier in Katastrophenschutzfällen vorgehalten werden soll und muss. Und ist jetzt auf einem modernsten Stand und ich bin sehr froh und ein Stück weit stolz, dass das natürlich hier zum DRK Ortsverein nach Dietz kommt und freue mich, dass dieses Fahrzeug hier wirklich wichtige Funktionen in der Zukunft übernehmen wird.